Ich habe dir ja versprochen, dir mal zu verraten, was die so nach 51 Jahren Wissenschaft, wie die ein besseres Deutschland sich vorstellen. Machen wir mal ein Beispiel Gesundheitsreform. Stell dir vor, hier irgendwo da drüben wäre jetzt mein Hausarzt. Der würde in Zukunft gar keinen Papierkram mehr machen müssen, sondern er würde den Leuten, also mir als Versicherten, kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, einen eigenen Gesundheitssportverein kostenlos anbieten, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, vielleicht Veranstaltungen mit Comedians, wo auch der Letzte interessiert wird für das Thema gesünder Leben. Dadurch sparen wir laut Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes Christian Zimmermann 70 Milliarden pro Jahr ein. Damit entschädigen wir so ein bisschen die Pharmaindustrie, die ja weniger Medikamente verkauft, wenn die Leute gesünder werden. Und vielleicht 50 Milliarden tun wir rüber ins Klima, damit können wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen und die erneuerbaren Energien hochfahren und den Kohlestopp 26 finanzieren. Wie klingt dieser Grundansatz jetzt, wo du ihn zum ersten Mal hörst? Der Gedanke ist ja wahrscheinlich für dich völlig neu, gell? Also ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, weil das natürlich für die Umwelt viel besser ist. Also vor allem, dass man das Geld auch dann wieder investiert in die Umwelt. Ja. Also ich finde, das hört sich nicht schlecht an. Ja, vor allem auch, wenn die Leute lernen, beim Hausarzt sich gesünder zu ernähren, dann heißt das auch, dass sie weniger tierische Produkte im Durchschnitt verzehren werden, dass dadurch die Umwelt schon entlastet wird, dass wir nicht mehr so massenhaft Fleisch essen, vielleicht nur noch weniger oder vorsichtiger und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir würden auch schon durch die Gesundheitsreform würden wir eine riesen Auswirkung auch auf die Landwirtschaft haben, dass die CO2 weniger CO2 verbraucht und dann und das Geld, was wir dann einsparen, noch rüber in die Klimaziele, gell, es ist doch eigentlich ein guter Ansatz, oder? Finde ich auch.